Also Freunde, um noch mal ganz klar zu machen, ich bin ja eher der sportliche Typ. Was? Ich finde, das sieht man auch, ne? Ich bin Sportschwimmer und ich bin früher morgens immer, um richtig fit zu werden, in das Schwimmbad. Aber das Schlimmste, das Allerschlimmste, was einem Sportschwimmer morgens im Schwimmbad passieren kann, sind die Rentner-Omas. Omas sind Weltklasse, nur die sollten bitte nicht morgens zwischen 6 und 7 im Olympiabecken rumdümpeln. Ne? Da kommst du dann nämlich an als Sportschwimmer, da sind sie dann, die schwimmenden Treibminen. Ja, kreuz und quer durch das Wasser andösen, so wie Biene Maya im Vorspann. Und die ganzen Olympia-Anwärter müssen um die drumherum zirkeln, wie so angeschossene Alligatoren. Und die werden ja noch frech. Da schwimmst du vorbei, dann drehen die ja in der ersten Phase nur demonstrativ die Rübe von dir weg. Wie wenn das kein Wasser wäre, was da spritzt, sondern hochkonzentrierte Salzsäure. Und wehe, du kommst zurückgepaddelt, Freunde, da kriegst du aber ihn verbrezelt. Nehmen Sie gefälligst Rücksicht auf die Senioren. Ich sag, Oma, wenn ich keine Rücksicht nehmen würde, ich hätte ja schon längst den 10-Kilo-Hantel an Fuß gebunden. Vor knapp 2 Wochen etwa, ich komm morgens in das Schwimmbad, schwamm da wieder so eine Oma. Was heißt schwamm? Wie so eine Boje, die sich losgerissen hat. Kreuz und quer, ohne jede Eigengeschwindigkeit. Eine Badekappe an, da würde ich noch nicht mal Grünabfälle drin wegbringen. Ne? So ein Modell als hätte Fleurop 200-Jahr-Feier. Ich also hin, der alles lang und breit erklärt, wann der nächste Bus nach Hause geht, wie sie am schnellsten aus dem Becken rausfindet. Da wird die Alte erst wach. Freunde, die hat gepennt im Olympiasportbecken. Du kannst ja auch nicht drunter wegtauchen, ne? Ist ja auch lebensgefährlich. Habt ihr euch mal die Zehennägel von einer 90-Jährigen angeguckt? Oder? Da kriegst du mal eben das Rückgrat freigelegt, du. Da denkst du, heute wird ein guter Tag, da hast du mal ruckzuck eine Seebestattung, ne? Und Freunde, da holt euch auch dieser Haselhof nicht mehr raus von Baywatch. Das ist gelaufen. Ja, ich bin dann raus. Mir ist dann, ich war so sauer, ehrlich. Mir ist dann wohl beim Rausgehen aus Versehen der laufende Föhn in das Becken gefallen. Stand doch am nächsten Tag in der Zeitung. Stromunfall in Schwimmbad. 9 Sportschwimmer tot. Voll isolierte Gummibadekappe rettet Oma das Leben. Danke, Freunde.